Ja, ich möchte Sie ebenfalls ganz herzlich begrüßen. Die Ereignisse der letzten beiden Wochen haben uns alle fassungslos gemacht. Eigentlich ist jetzt nicht der Punkt, wo man über Kultur und über die Größe einer Nation hier referieren sollte. Dennoch, glaube ich, ist es ein wichtiger Beitrag, auch um die Geschichte und die Kultur dieses Landes zu würdigen und auch bekannter zu machen, jenes Landes, dem Präsident Putin praktisch die Geschichte und die Identität abgesprochen hat. Ich verstehe meinen heutigen Vortrag in dieser Weise. Lassen Sie mich trotz der tragischen Ereignisse mit einem Witz beginnen. Mitte der 90er Jahre stirbt hochbetagt ein Mann und kommt in den Himmel und muss dort ein Formular mit seinen Lebensdaten ausfüllen. Und dort ist dann zu lesen: geboren in Österreich, aufgewachsen in Polen, geheiratet in Deutschland, gearbeitet in der Sowjetunion und gestorben in der Ukraine. Darauf meint Petrus: also solche Vagabunden wie dich brauchen wir eigentlich nicht. Sagte, ich schwöre, ich bin mein Lebtag nicht aus Lemberg rausgekommen. Das zeigt schon ein bisschen, wie vielfältig und wie bewegt die Geschichte dieses Landes war. Eines Landes, von dem man vor 30 Jahren eigentlich gar nicht gewusst hat, dass es das gibt. Und plötzlich war da auf der Landkarte ein riesiger Staat, der zweitgrößte Staat Europas nach Russland. Und man hat ihn, so wie eigentlich auch der Name sagt, eigentlich immer nur als Grenzland wahrgenommen. So als Vor- oder Hinterhof irgendeines anderen Landes, Russlands oder Polens oder Österreichs. Einfach das, was halt dann dahinter kommt, bevor man ins nächste Land kommt. Und der Vortrag soll ihm versuchen, das ein bisschen zurechtzurücken und doch auch die Bedeutung, die Eigenständigkeit und die Identität dieses Landes Ihnen zu vermitteln. Sie sehen hier jetzt eine Karte der Ukraine, eingefärbt die beiden Teile, die russisch besetzt bzw. separatistisch sind. Ein riesiges Land, eine riesige Ost-West-, aber auch Nord-Süd-Erstreckung. Über 600.000 Quadratkilometer inklusive der Krim, ohne ein bisschen weniger. Circa 44 Millionen Einwohner mit vielen verschiedenen Ethnien. Die größten und bedeutendsten sind die Ukrainer, die ungefähr 78% der Bevölkerung ausmachen, 17%, die sich als der russischen Ethnie zugehörig fühlen und dann auch noch andere. Da fallen viele drunter, wie Rumänen, Moldawier, Armenier, Juden, Krimtataren und viele, viele andere. Wir werden darauf noch teilweise zu sprechen kommen. Dieses riesige Land hat große wirtschaftliche Probleme zu bewältigen. Auch ohne den Krieg hätte es diese Herausforderung. Das Pro-Kopf-Einkommen ist 3.740 US-Dollar pro Kopf. Österreich hat circa 49.000. Also man kann sich vorstellen, welche großen Unterschiede hier bestehen. Sie sind auch noch die Fahne und das Wappen der Ukraine, dieses Symbol, das jetzt auch in den Berichten, in den Medien immer wieder zu sehen ist, stellt wahrscheinlich einen Adler oder einen Falken dar, der sich auf seine Beute stürzt. Zugleich bildet es einen Dreizack und dieses Symbol ist sehr alt. Es geht schon auf die sogenannte Kiewer Rus zurück und findet sich dort auf Münzen aus dieser Zeit, also über 1000 Jahre alt. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Geografie. Im Zentrum des Landes, das praktisch das Land in zwei Teile
teilt, ist der größte und wichtigste Fluss, deutsch oder russisch, auch vom Russischen hergeleitet Dnieper, auf ukrainisch Dnipro, an dem auch die Hauptstadt Kiew liegt. Der westliche Teil ist vor allem ganz im Westen durch die Karpaten geprägt. Danach wird das Land zunehmend flacher und östlich des Dnipro ist es eine weite Steppe, die sich praktisch nahtlos bis zur russischen Grenze und darüber hinaus hinzieht. Im Süden ist das Schwarze Meer und die Halbinsel Krim, die auch in der Geschichte und in der Kultur eigentlich immer ein Eigenleben hier gespielt hat. Beginnen wir nun unseren Ausflug in die Geschichte. Ich kann Ihnen hier natürlich nur einige Schlaglichter präsentieren, aber hoffe, dass damit doch irgendwie ein gewisser Zusammenhang auch deutlich wird. Wir haben auf der Halbinsel Krim bereits sehr früh eine Besiedelung, die auf die griechische Kultur, hier mit hineinnimmt. Einerseits von dem östlichen Schwarzen Meer herkommend, also die Ostküste des Schwarzen Meeres, von Griechenland bzw. vom Bosporus aus besiedelt und der östliche Teil, der eigentlich von Anatolien, vom Pontus aus hier kolonisiert und auch kulturell geprägt wurde. Die Halbinsel Krim hat in der Antike den Namen Taurika getragen. Hier spielt etwa auch die Iphigenie auf Tauris, die ist dort angesiedelt. Und wir finden da auch eine ganze Reihe von griechisch geprägten Städten. Ganz anders, das Hinterland, die Steppe, die weiten Ebenen hier Osteuropas, die geradezu ein Durchzugsland, Durchzugsgebiet waren für Steppenvölker, die immer wieder in Wellen vom Osten nach Europa hereingekommen sind. Manche sind wirklich nur auf der Durchreise geblieben, haben sich also dann woanders am Balkan oder in der ungarischen Tiefebene oder sonst irgendwo niedergelassen. Andere haben dann diesen Raum doch längere Zeit hier geprägt. Ich möchte hier zwei herausgreifen, die vielleicht auch für das Kommende durchaus eine Bedeutung haben. Das sind einerseits die Skythen, ein asiatisches Reitervolk indogermanischer Herkunft, die in der heutigen Ukraine vom 8. bis zum 4. Jahrhundert vor Christus zu finden sind. Und dann in nachchristlicher Zeit ebenfalls ein sehr bedeutendes, aber bei uns fast unbekanntes Reich, nämlich das Chasarenreich. Auch das ein Steppenvolk, wahrscheinlich mit türkischen turkstämmig, das, man sieht es auch auf der Karte, einen riesigen Herrschaftsbereich kontrolliert hat. Ein Teil davon war eben auch die Ukraine. Und da ist etwas Besonderes hier zu erwähnen. Dieses Reitervolk, als es eben hier in Europa, in Osteuropa Fuß gefasst hat, hat zumindest die Oberschicht, die Führungsschicht, sich die Frage gestellt, welche Religion sie annehmen sollen. Und sie haben sich da durchaus auch umgeschaut und versucht hier abzuwägen, ist der Islam hier sinnvoll für das Volk, ist es das Christentum? Und sie haben sich dann interessanterweise für das Judentum entschieden. Die Chasaren, zumindest eben die Führungsschicht, waren Juden. Und damit wahrscheinlich die älteste jüdische Bevölkerung hier in Osteuropa, wenn man mal vielleicht von der Schwarzmeerküste absieht, die sicherlich vom Mittelmeerraum her schon Kontakt mit dem Judentum hatte. Diese ganzen Reiche bestehen eine Zeit lang und dann verschwinden sie wieder. Wohin diese Völker gekommen sind und was nachher mit ihnen geschehen ist, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich sind sie einfach in der Bevölkerung aufgegangen. Wir kommen nun aber in jene Phase der Geschichte, die prägend auch für das Selbstverständnis der Ukraine geworden ist. Und zwar die sogenannte Kiewer Rus. Die Wurzeln dieses staatlichen Gebildes liegen im hohen Norden.
Und zwar sind es schwedische Wikinger, die hier in Osteuropa Handelsniederlassungen gründen, die zunächst eben über die Ostsee kommen und dann langsam die Flussläufe hinauf sich tasten und, wie gesagt, dort Handelsstützpunkte errichten und so langsam dieses Land dann auch kolonisieren. Diese Führungsschicht, die Varäger, sind, wie gesagt, schwedischen Ursprungs. Die Bevölkerung ist wahrscheinlich bereits slawischen Ursprungs oder eben auch noch die Reste der früheren Bevölkerung, die eben hier in diesen Gebieten gesiedelt und gelebt hat. Was hat es mit dieser Bezeichnung Rus auf sich? Das ist natürlich ein etymologischer Zusammenhang mit Russland besteht, das liegt auf der Hand, aber in welche Richtung? Es gibt hier verschiedene Theorien, die, was ich jetzt in der Literatur gefunden habe, die wahrscheinlichste, ist die, dass es sich, dass einmal das Wort Rus etymologisch mit unserem deutschen oder indogermanischen Wort Rudern zu tun hat. Also Rus und Rudern. Das ist einmal ein erster Hinweis. Ein zweiter Hinweis ist das finnische Wort für Schweden, nämlich Ruotsi. Diese beiden Fakten zusammen lassen etwa daran denken, dass die Finnen einfach jetzt da irgendwie beobachtet haben, dass ihre Nachbarn, ihre schwedischen Nachbarn da jetzt auf dem Gebiet unterwegs sind, mit den Rudern, die Flüsse sich aufwärts bewegen und dort Handelsniederlassungen gründen. Das ist eine Erklärung für diese Bezeichnung. Im Laufe der Zeit geht aber, wie das oft so ist, die Bezeichnung jetzt dieses Gebietes auf die Bevölkerung über. Nur war die Bevölkerung, die dort mehrheitlich gelebt hat, das waren eben keine Schweden, keine Germanen, sondern das waren wahrscheinlich Slawen. Sodass also der eigentlich ursprüngliche über die Schweden hier hingebrachte Begriff jetzt auf die slawische Bevölkerung hier angewandt wird und sich hier ein Konglomerat von Stadtstaaten bildet, die miteinander in Beziehung stehen. Und dieser Staatenbund, nennen wir es einmal so, wird als Rus bezeichnet. Es sind eben Handelszentren, von denen ein gewisser Herrschaftsraum ausgeht, sind meistens Stadtfürsten und einer oder mehrere davon kontrollieren dann eine größere Anzahl und die sind dann Großfürsten. Zunächst ist also der kulturelle Schwerpunkt in Novgorod, im nördlichen Teil gelegen, im zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts. Dann aber wird es weiter nach Süden verlegt, nach Kiew, wo ebenfalls ein alter Handelsstützpunkt ist. Und Kiew wird der wichtigste Ort, die Hauptstadt, könnte man sagen, darf man jetzt nicht nach unseren Vorstellungen hier verwechseln, aber doch der wichtigste Platz jetzt in dieser Rus wird Kiew. Die Dynastie, die hier das Sagen hat, ist eine ursprünglich aus Schweden stammende Dynastie eines Rurik und nach ihm wird diese Dynastie eben auch als Rurikiden bezeichnet. Der wichtigste kulturell und auch theologisch wichtigste Schritt ist Ende des 10. Jahrhunderts, genauer gesagt im Jahre 988 erfolgt. Dieses heidnische Kiewer Reich wird von Wolodymyr beherrscht und der versucht seinen Einfluss auch nach Süden hin Richtung Byzanz auszudehnen. Es kommt auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen und Wolodymyr wagt es, den byzantinischen Kaiser um die Hand seiner Tochter zu bitten, was der einige Jahre davor dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches abgeschlagen hat. Als allerdings Wolodymyr mit einer großen Armee Richtung Byzanz rückt,
ist er dann doch bereit, dieser Ehe zuzustimmen, allerdings unter der Bedingung, dass Wolodymyr getauft wird. Die Chroniken sagen, dass er schon lange oder längere Zeit sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, welche Religion er annehmen solle. Auch er, ähnlich wie bei den Chasaren, soll sich durchaus mehrere angesehen haben, Boten hingeschickt haben, die ihm berichtet haben, und schließlich war ihm so beeindruckt von der byzantinischen Liturgie, dass er gesagt hat, das ist die Religion, die ich annehmen möchte. Das Christentum hat aber schon zum Teil etwas ältere Wurzeln hier in diesem Kiewer Reich. Bereits die Großmutter von Wolodymyr, Olga, hat sich in Konstantinopel taufen lassen. Allerdings eben war das eine private Entscheidung von ihr, die dann keine weiteren Folgen hatte. Die Taufe von Wolodymyr sehr wohl, denn mit ihm wird die ganze Rus getauft. Es soll hier eine Massentaufe im Dnieper stattgefunden haben. Und damit rückt dieses Kiewer Reich in den theologischen Einflussbereich von Byzanz. Wie wichtig dieser Wolodymyr auch heute noch für das Bewusstsein der Ukrainer ist, sieht man, dass er nicht nur auf zeitgenössischen Münzen, übrigens mit dem Breitsack, man sieht das oben ganz schön, abgebildet ist, sondern auch auf der Ein-Hryvnia-Note. Das Foto unten zeigt übrigens die Taufstätte des Wolodymyr in Chersones auf der Halbinsel Krim. Das ist nicht zu verwechseln mit Cherson, der Ort, der jetzt von den Russen gerade beschossen wird, sondern das ist ein ähnlich klingender Ort, der aber auf der Halbinsel Krim gelegen ist. Das Denkmal zeigt uns übrigens, dass das Christentum bereits, so die Tradition, in apostolischer Zeit zumindest die Ränder der Ukraine, nämlich die Krim, erreicht hat. Der Apostel Andreas ist es, der hier als Apostel der Krim und damit letztlich auch des ukrainischen Gebietes hier verehrt wird. Dieses Kiewer Reich, wie gesagt, erstreckt sich über weite Gebiete, heißt nicht, dass jetzt die Fürsten von Kiew überall den gleichen Einfluss haben. Die nördlichen Staaten, Stadtstaaten sind sicher ziemlich eigenständig hier gewesen. Das Ganze endet mit der Invasion der Mongolen Mitte des oder erste Hälfte des 13. Jahrhunderts. Diese Mongolen nehmen Stadt für Stadt dieser Kiewer Rus ein und drohen auch bereits nach Mitteleuropa vorzudringen. Sie werden dann aber 1241 von einem deutsch-polnischen Ritterheer bei Liegnitz geschlagen und wenden sich dann nach Süden. Dieser Mongolensturm bringt eine Spur der Verwüstung und es dauert lange Zeit, bis sich diese Städte auch wieder erholen können. Und diese Nachfolgestaaten oder Stadtstaaten der Kiewer Rus sind den Mongolen tributpflichtig, ansonsten aber beginnen sie relativ rasch wieder zumindest den Handel zu treiben. Es verlagert sich aber das Zentrum dieser Rus weiter nach Nordosten, zunächst nach Sustal und später dann nach Moskau. Im 14. Jahrhundert löst also Moskau von der Bedeutung her das Großfürstentum Kiew ab. Es ist Großfürst Iwan I., Kaliter, heißt so viel wie Geldbeutel, der als erster diesen Großfürstentitel annimmt. Dann vor allem Iwan III., der nun das Gebiet, den Herrschaftsraum von Moskau ausdehnt. Man spricht von der sogenannten Sammlung der russischen Erde. Und dann und Iwan III. Ist es auch, der den Zarentitel annimmt. Er ist Kaiser, Cäsar, Zar, beansprucht damit auch Nachfolger des untergegangenen byzantinischen Reiches zu sein. Von daher kommt auch diese These, diese
Vorstellung, dass Moskau das dritte Rom ist, das erste Rom, das eben mehr oder weniger der Völkerwanderung dann und auch mit dem Schisma ausgeschieden ist, das zweite Rom, Byzanz, das von den Osmanen eingenommen wurde, 1453, und eben Moskau das dritte Rom, und ein viertes wird es nicht geben. Ein weiterer Zar, den ich hier erwähnen möchte, der für den Aufstieg dieses Moskauer Reiches eine große Rolle gespielt hat, ist Zar Iwan IV., der auch der Schreckliche genannt wird. Unter ihm beginnt nämlich die Expansion nach Sibirien, also jene große, jener Schritt über den Ural hinaus, der Russland später zum größten Land der Welt machen wird. Was passiert im Westen, also mit den westlichen Gebieten der Rus? Hier ist es ein Herrschaftsraum, der praktisch die Nachfolge des alten Kiewer Reiches im Westen antritt, nämlich das Reich Galizien-Wolhynien. Der dortige Fürst, der sich ab 1243 auch König nennt, ist Danilo Romanowitsch, der praktisch das Erbe jetzt der alten Kiewer Rus antritt. Er ist den Mongolen zwar tributpflichtig, aber er kann doch hier durchaus ein größeres Herrschaftsgebiet wieder kontrollieren. Als allerdings die Dynastie des Danilo ausstirbt, sind es die Nachbarn, die sich diese Gebiete einverleiben. Es ist das Polnisch-Litauische Reich, das 1385 in Personalunion zusammengeschlossen wurde. Damals hat der Herrscher von Litauen, Jogaila, die Thronerbin des polnischen Königshauses, die ungarische Prinzessin Hedwig, Jadwiga, geheiratet, und damit wurden die beiden Reiche, Polen und Litauen, vereint, zumindest einmal formal. Später wird aus dieser Personalunion auch eine Realunion, und die beiden bilden einen gemeinsamen Staat. Die Ukraine, also die ehemaligen West-Rus-Gebiete, werden zunächst Litauen angeschlossen und später dann mit 1569 kommt es dann zum polnischen Teil. Also es wird dann Teil der polnischen Krone. Das heißt, die ehemalige Kiewer Rus ist nun aufgeteilt. Die östlichen Gebiete unterstehen dem Großfürstentum und später Zarenreich Moskau. Und die westlichen Gebiete sind jetzt Teil des polnisch-litauischen Staates geworden. Von der Schwarzmeerküste her dringen in dieser Zeit die Osmanen vor. Sie beherrschen allerdings nur den unmittelbaren Küstenstreifen. Die weiten Steppen des Hinterlandes sind praktisch freie Fläche. Hier ist zunächst keine staatliche Gewalt vorzufinden. Ich habe schon gesagt in der Einleitung, dass gerade diese Steppen immer wieder eingeladen haben, dass hier Reitervölker durchgezogen sind. Das war nicht nur in der Antike und im Frühmittelalter so, sondern hat auch weiterhin so stattgefunden. Es waren Völker wie die Petschenegen, die Kipchaken, die auch Polovza genannt werden, und schließlich auch die Goldene Horde, die auf diesen Gebieten Herrschaftsgebiete eben errichtet haben. Beständiger sind die Tataren, ein Turkvolk, das eben auch im Zuge dieser ständigen Migration aus Osten her in dieses Gebiet gekommen sind und die dann vor allem die südlichen Gebiete und die Halbinsel Krim unter ihre Herrschaft gebracht haben. Sie sind dann den Osmanen tributpflichtig, aber können relativ selbstständig auf der Halbinsel Krim existieren. Krim, damals unter den Tataren, ist Teil des islamischen Kulturraums, und man sieht das etwa auch in dem berühmten Khanspalast im Bachtschisaraj auf der Halbinsel Krim, der auch heute noch eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten hier darstellt. Im Hinterland
bildet sich jetzt hier im 16. Jahrhundert eine Gruppe von ukrainischen, zum Teil Bauern, zum Teil sind es Hirten, die der polnisch-litauischen Herrschaft überdrüssig sind, auch der ständigen Unterdrückung und Verfolgung hier überdrüssig sind und die sich jetzt in der Steppe hier niederlassen und sich zusammenschließen. Diese Gruppe wird als Kosaken bezeichnet. Wir haben also im 16. und 17. Jahrhundert in der südukrainischen Steppe einen Kosakenstaat, der jetzt keine festen Grenzen hat, der vor allem sich dadurch definiert, dass er orthodox ist, also nicht wie in Polen-Litauen praktisch die offizielle Religion das katholische Christentum ist, sondern eben orthodox, die also sich abgrenzen von der katholischen Kirche und zugleich die im ständigen Kampf und in der Auseinandersetzung mit den Tataren auf der Krim stehen. Und sehr zimperlich ist man damals nicht umgegangen. Man sieht also da oben die Abbildung eines Kosaken mit einem aufgespießten Kopf auf der Lanze. Diese Kosaken waren durchaus gefürchtete Steppenkrieger. Und in späterer Zeit haben die russischen Zaren eigene Kosakenregimenter auch aufgestellt, da diese als sehr kampferprobt und auch sehr gefürchtet galten. Ein wichtiger Name, der mit diesen Kosaken in Verbindung zu bringen ist, ist Bohdan Chmelnitsky, der sich als Hetman, als Oberbefehlshaber bezeichnet und der praktisch der Anführer dieser Kosaken hier in der Südostukraine ist. Der einen Aufstand hier organisiert, einen Aufstand gegen die polnisch-litauische, gegen diesen Staat und eben versucht, sein Gebiet als eigenen Staat hier zu definieren. Er sucht dazu die Unterstützung des Zarenreiches und auf der Versammlung von Berjaslav 1654 wird ein Vertrag mit den russischen Zaren geschlossen. Aus ukrainischer Sicht war dieser Vertrag ein Abkommen zwischen zwei gleichrangigen Nationen. Aus russischer Sicht war es die Rückkehr dieser Gebiete sozusagen unter die Herrschaft, unter russische Herrschaft im Sinne der alten Rus. So die Lesart, die sich in der russisch-sowjetischen Geschichtsschreibung hier findet. Wie wichtig dieses Ereignis war, 1654, wird deutlich, dass genau 300 Jahre später, 1954, anlässlich eben der 300-Jahr-Feier dieses Abkommens, Nikita Chruschtschow die Krim der Ukraine schenkt, die vorher bei der Russischen Föderation war, die wird als Zeichen der Freundschaft und der Völkerverbindung jetzt der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik angegliedert. Die Folgen sind bekannt und wir werden darauf auch noch später eingehen. Mit diesem Abkommen beginnt nun die russische Dominanz in der Ostukraine und immer weiter dann auch in der Zentral- und Westukraine. Es ist vor allem Peter der Große, der hier einen bedeutenden Schritt nach vorn macht und weite Teile dieser Ukraine unter seine Herrschaft bringt, vor allem nach seinem Sieg über den schwedischen König Karl XII. In der Schlacht von Poltawa 1709. In dieser Schlacht wird auch einer der bedeutenden ukrainischen Nationalhelden, Ivan Mazepa, tritt hier auf, der zunächst mit den Russen verbündet war, aber dann, als er gesehen hat, dass das Interesse der Russen eigentlich nicht ist, die eigenständige Ukraine zu garantieren, sondern im Gegenteil zu kontrollieren und sie mehr oder weniger aufzusaugen,
als er das eben realisiert hat, ist er zu Karl dem XII. Übergelaufen, hat aber, wie eben das schwedische Heer, in dieser Schlacht eine Niederlage erlitten und musste sich dann aus diesem Gebiet zurückziehen. Also die Person des Ivan Mazepa ist durchaus umstritten zwischen Ukrainern und Russen. Für die einen ist er sozusagen ein Landesverräter, für die anderen ist er ein Nationalheld. Die zweite große Persönlichkeit der russischen Geschichte, die in der Ukraine allgegenwärtig ist, ist Zarin Katharina II., die nun den Zugang zum Schwarzen Meer erkämpft in den Kriegen mit dem Osmanischen Reich und im Frieden von Küçük-Kaynarca 1774 Bedingungen aushandelt, die für das Zarenreich sehr günstig ausgehen. Nämlich der ganze Nordkaukasus und die Südukraine werden nun russisch. Das Krimkhanat wird zunächst unabhängig, wird aber ein paar Jahre später von Russland einfach annektiert. Und kleiner Nebeneffekt, nachdem die Österreicher dem Ganzen sehr wohlwollend gegenübergestanden sind und auch diplomatischen Druck auf das Osmanische Reich ausgeübt haben, Josef II., bekommt Österreich die Bukowina. Auch das ist also ein erster Schritt Österreichs in diese Gegend. Die verbleibenden Gebiete der heutigen Ukraine, die waren eben der Rest der Ukraine war nach wie vor Teil des polnisch-litauischen Staates. Allerdings ist dessen Bestand, dessen Tage gezählt, denn es sind Russland, Preußen und Österreich, die Ende des 18. Jahrhunderts sich diesen Kuchen aufteilen. Die drei polnischen Teilungen führen dazu, dass erstens der polnische Staat verschwindet und zweitens, dass die westlichen Teile der Kiewer Rus nun unter teils russische und teils österreichische Herrschaft fallen. Es ist das Kronland Galizien-Lodomerien, das nun Österreich bekommt und zusammen mit der Bukowina, die heute eben auch Teil der Ukraine ist, die Neuerwerbungen Österreichs im 18. Jahrhundert hier darstellen. Man sieht dann auf der Karte daneben, das sind ja tatsächlich eben jetzt der Hinterhof oder der Vorhof Österreichs. Es ist Ukraine, also Grenzgebiet, Grenzland. Allerdings muss man auch sagen, geschichtlich betrachtet ist das wahrscheinlich nicht die schlechteste Zeit auch für die ukrainische Bevölkerung dort. Im Ersten Weltkrieg sind diese Gebiete Frontgebiet. Mehrmals wechseln hier die Besitzer, mehrmals rollt die Front über diese Gebiete hinweg. Es sind natürlich große Zerstörungen, vor allem aber großes Leid für die Zivilbevölkerung, die also ganz besonders betroffen ist, vor allem auch was die Nahrungsmittelindustrie, also die Landwirtschaft betrifft. Mit 1917 beginnt nun eine neue Phase in der gesamten Ukraine. Im Februar 1917 bricht in Russland die Revolution aus. Es ist Kerenski, der den Zaren ablöst und der eine bürgerliche Regierung in St. Petersburg errichtet. Ein paar Monate später, in der Oktoberrevolution, die eigentlich im November stattgefunden hat, weil noch der julianische Kalender dem zugrunde gelegen ist, erfolgt die bolschewistische Revolution von Wladimir Lenin. Diese neue sowjetische Regierung ist nun bereit, mit den Mittelmächten Frieden zu schließen und im Zuge dieser Verhandlungen erklärt auch die Ukraine ihre Unabhängigkeit. Es wird im November die sogenannte Ukrainische Volksrepublik in Kiew ausgerufen, wobei der Name trügerisch ist. Volksrepublik heißt nicht, dass das jetzt eine bolschewistische Regierung ist, sondern Volk heißt einfach, dass es vom Volk ausgeht. Das steht wahrscheinlich auch in diesen Bezeichnungen dieser
Unabhängigkeitserklärungen da von Luhansk und Donetsk, die sich auch als Volksrepubliken bezeichnen. Wahrscheinlich ist das eine Anknüpfung an diese Ereignisse. Gleichzeitig entsteht aber auch eine ukrainische Volksrepublik der Sowjets in Kharkiv. Es wird also, gibt also 1917 zwei ukrainische Staaten, allerdings geht der sowjetische sehr bald wieder unter. Die Ukraine schließt mit den Mittelmächten einen Frieden, von dem beide profitieren, nämlich auch die Mittelmächte Deutschland und Österreich sind sehr interessiert, Nahrungsmittel zu bekommen, um die Bevölkerung zu versorgen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Bauern endlich das Land wieder bewirtschaften können. Auf deutsche Initiative hin wird die ukrainische Volksrepublik 1918 zum Hetmanat ukrainischer Staat, verliert diesen Status aber wieder, als auch Deutschland und Österreich, also auch dort der Krieg endet und die Regierungen, also die Monarchie in Deutschland und auch in Österreich eben endet. In dieser Umbruchssituation erklären sich die ehemaligen österreichischen Gebiete für unabhängig und rufen die Westukrainische Volksrepublik aus. Und diese vereint sich dann mit der Ukrainischen Volksrepublik. Klingt alles sehr verwirrend, war es wahrscheinlich auch. 1919 gibt es noch eine neue, nämlich die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik in Kharkiv. Kharkiv wird immer das Zentrum oder jahrzehntelang das Zentrum der sozialistischen sowjetischen Ukraine sein. Bis 1934 ist es auch die Hauptstadt der Ukraine. Es folgt ein langwieriger, undurchschaubarer Bürgerkrieg. In dieser Phase wird die Westukraine von Polen annektiert und 1922, bereits davor, hat sich praktisch die Ukrainische Volksrepublik aufgelöst. Das heißt, sie hat einfach kein Land mehr. Eine Regierung gibt es noch, aber sie hat kein Land mehr. Und die sich durchgesetzt haben, war eben die Sozialistische Sowjetrepublik der Ukraine, die sich dann mit der russischen und der weißrussischen und auch der transkaukasischen zur Sowjetunion zusammenschließen. Die heutige Westukraine war allerdings bei Polen, und zwar bis 1939. Die 30er Jahre sind für die Ukraine ein Desaster geworden. Es ist die Zeit des stalinschen Terrors, der sich ganz besonders in der Ukraine ausgewirkt hat. Denn die Ukraine war im Vergleich jetzt zu Russland einfach viel stärker auf ihre Unabhängigkeit und Freiheit noch bedacht. Und hier gab es auch Widerstand gegen die Sowjetherrschaft. Man versuchte das damit zu brechen, indem man die Landwirtschaft kollektiviert. Das war ab 1929 die Devise. Und die Folge war eine verheerende Hungersnot. Einerseits bedingt durch Ernteausfälle und Missernten, die natürliche Ursachen haben, auch sicher bedingt, weil die ukrainischen Bauern sich einfach geweigert haben, sich da ihren Landbesitz aufzugeben. Und Stalin hat hier diese Hungersnot als Waffe eingesetzt und hat es verhindert, dass die Ukraine Lebensmittellieferungen bekommt. Im Gegenteil, sie musste sogar exportieren, damit also Geld in die Sowjetunion hineinfließt. In dieser Zeit, dem Holodomor, dem Hungermord, wie diese zwei Jahre auch genannt werden, sind circa 4 bis 6 Millionen Ukrainer betroffen, die verhungern oder an den Folgen dieser Hungersnot zugrunde gehen. Dieses Ereignis ist bis heute in den Köpfen der Menschen drinnen. Es wurde in der Sowjetunion verschwiegen, es wurde so vertuscht und ist erst danach wirklich bekannt geworden. Einer allerdings hat sich schon relativ früh hier zu Wort gemeldet und hat darauf hingewiesen in Europa auf das, was hier in der Ukraine passiert. Das war Kardinal Initzer. Und wenn Sie, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, wie Sie reingekommen sind und die Stiegen raufgegangen sind. Unter dem ersten Leuchter ist so eine runde Gedenktafel. Wenn Sie dann hinausgehen, achten Sie drauf, also fast ganz unten bei der Garderobe. Und das ist eine Gedenktafel für die Opfer dieses Holodomor. Dieser Terror gegen die
Landbevölkerung hat ein Pendant in Terror gegen die Stadtbevölkerung. Auch hier gibt es Verhaftungswellen, Schauprozesse, vor allem die ukrainische Intelligenz soll praktisch ausgelöscht werden und auch die ukrainische Sprache soll praktisch in die Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das geht sogar so weit, dass Professoren der Universität festgenommen wurden, weil sie sich dafür ausgesprochen hatten, eine Rechtschreibreform für das Ukrainische zu machen, weil einfach die Rechtschreibung veraltet war. Und das hat ihnen bereits den Vorwurf des Nationalismus eingebracht, was genügt hat, um eben verhaftet und dann in den Gulag zu kommen. Auch die Kirche ist massiv betroffen, die orthodoxe Kirche. Priester, Geistliche sind festgenommen worden, ermordet worden, Kirchen und Klöster zerstört worden. 1939, der Hitler-Stalin-Pakt und der deutsche Angriff auf Polen führt dazu, dass die Osthälfte Polens von der Sowjetunion besetzt wird. Und damit fallen nun diese Ostgebiete Polens, also die ukrainischen und weißrussischen Gebiete der alten Kiewer Rus, die dann im Teil auch des polnisch-litauischen Staates waren, unter russische sowjetische Herrschaft. Sie werden aufgeteilt auf die ukrainische und die belarussische, also weißrussische Sowjetrepublik. Als dann, und es folgt sofort also eine entsprechende Repressalien, vor allem gegen die griechisch-katholische Kirche, die in dieser Gegend sehr stark vertreten war. Wir kommen darauf nochmal zu sprechen. 1941 erfolgt der deutsche Angriff auf die Sowjetunion und damit kommen jetzt diese Gebiete, die gerade erst sowjetisch geworden sind, unter deutsche Herrschaft und die westlichen Teile kommen zum Generalgouvernement, also zu Polen und für den Rest der Ukraine wird ein eigenes Reichskommissariat errichtet. Allerdings das Ziel der Deutschen ist einfach nur praktisch die Rohstoffe und auch die Nahrungsmittel aus dieser Region herauszupressen. Die Sowjets erobern das Ganze wieder zurück und es werden die Grenzen von 1940 hergestellt. Werden sogar noch erweitert. Die Karpato-Ukraine, die vorher bei Ungarn und noch vorher bei der Tschechoslowakei war, wird jetzt sowjetisch. Diese kurze Zeit der deutschen Besatzung. Da ist gerade in der Ukraine etwas, das bis heute nachwirkt und bis heute auch für Diskussionen sorgt. Wie in vielen anderen Gebieten gibt es hier Freiwilligenverbände, die in der deutschen Wehrmacht dienen und sich auch der Waffen-SS anschließen, die Pogrome verüben unter der polnischen und jüdischen Bevölkerung, eigentlich dort einen ukrainischen Nationalstaat sich erhoffen, aber das ist nicht das Ziel der Deutschen und die Anführer dieser, sagen wir mal, nationalistischen Kräfte, die zunächst einmal willige Handlanger der Nazis waren, die werden dann selbst ins KZ gesteckt. Eine Person, der wir noch begegnen werden, ist Stepan Bandera, der Führer einer rechten Organisation ukrainischer Nationalisten, die auch heute noch aktiv ist und die hier durchaus gewissen Geschichtsrevisionismus hier betreibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg existiert die Ukraine bis 1991, also bis zum Ende der Sowjetunion, in den Grenzen von 1940 plus, wie gesagt, der neu angeschlossenen Karpato-Ukraine und, wie schon erwähnt, 1954 anlässlich des 300. Jahrestags des Vertrags von Berejaslav kommt die Ukraine, die Krim zur Ukraine. So. 1991 zerbricht die Sowjetunion und die Ukraine erklärt zum zweiten Mal in der Geschichte ihre Unabhängigkeit. Wir haben also seit knapp über 30 Jahren eine eigenständige, eine souveräne Ukraine, die bereits mehrere Präsidenten hier aufzuweisen hat. Ich möchte nur ein paar Eckdaten herausgreifen, die Ihnen vielleicht auch noch so bewusst sind oder bekannt sind aus der eigenen Erinnerung beziehungsweise auch jetzt aus den vielen Medienberichten.
So Eckpunkte sind 2004 die sogenannte Orange Revolution, das erste große Bekenntnis zu einer Westorientierung der Ukraine, als man nicht mehr bereit ist, die Wahlfälschung von Präsidentschaftskandidaten, dem Moskau-treuen Präsidentschaftskandidaten Janukowitsch, hinzunehmen. 10 Jahre später die sogenannten Maidan-Proteste, die zur Absetzung von Janukowitsch führen, der dann doch noch Präsident geworden ist, warum auch immer. Und seit 2014 eben eine Phase der Instabilität hier eingetreten ist. Es ist auch 2014, dass Russland die Krim annektiert und auch die Kämpfe im Donbass, übrigens als Abkürzung für Donetsk-Bassin, also für die Donetsk-Ebene, diese Kämpfe dort ausbrechen. Sämtliche Waffenstillstandsabkommen wurden nicht eingehalten und die Zuspitzung der Lage haben wir erst vor wenigen Wochen selber erlebt und bilden jetzt den vorläufigen Endpunkt einer Entwicklung, deren wirkliches Ergebnis noch nicht abzusehen ist. Hier möchte ich einmal den geschichtlichen Teil beenden und möchte Ihnen noch kurz, in kürzerer Form, ein paar kurze Schlaglichter auf die religiöse und kulturelle Identität der Ukraine bieten. Zunächst einmal zum Thema Sprache. Zu einer eigenständigen Nation gehört oft, nicht immer, auch eine eigene Sprache. Und die Ukrainer sind stolz, dass sie endlich ihre Sprache auch wirklich verwenden und sprechen und schreiben dürfen. Lange Zeit im Zarenreich und auch in der Sowjetunion war das nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Und das Ukrainische ist nicht etwa nur ein Dialekt oder eine sozusagen bäuerliche Form des eigentlichen Standardrussischen, sondern es ist tatsächlich eine eigene Sprache. Es ist eine ostslawische Sprache, die natürlich mit Russisch verwandt ist, die auch große Ähnlichkeiten, große Beziehungen zum Weißrussischen hat, die aber doch eine eigenständige Geschichte und Entwicklung hier aufzuweisen hat. Das sehen Sie auf der Tabelle, aber ich will die jetzt nicht näher kommentieren. Es ist ein älterer Begriff, Überbegriff für das ukrainisch-weißrussische, ist auch ruthenisch. Wenn Ihnen der Begriff also unterkommt, das ist also die Bezeichnung praktisch für diese westlichen Gebiete, also die heutige Ukraine, Westukraine und Zentralukraine, wo eben diese ruthenische Sprachform beheimatet war. Die Österreicher haben den Begriff ruthenisch überhaupt für die ukrainische Bevölkerung in der Monarchie verwendet. Zwei wichtige Persönlichkeiten, die für die ukrainische Sprache von Bedeutung sind, zwei Dichter und Schriftsteller, das ist Taras Schewtschenko, der als Leibeigener geboren wurde und dann erst freigekauft werden musste, also ein ganz begabter, nicht nur Literat, sondern auch Maler, der genau in dem Jahr verstorben ist, lange oft im Gefängnis gesessen ist unter russischer Herrschaft, der genau in dem Jahr gestorben ist, als auch in Russland die Leibeigenschaft aufgehoben wurde, nämlich 1861. Und ein zweiter, der im österreichischen Galizien gelebt und gewirkt hat, Ivan Franko. Beide haben sich für die ukrainische Sprache sehr verdient gemacht. Und wie einerseits eng verwandt, aber doch unterschiedlich russisch und ukrainisch ist, möchte ich Ihnen an ein paar kleinen Beispielen zeigen, nämlich an Ortsnamen, die Sie alle kennen, aber wo wir eigentlich hauptsächlich die russischen Formen bei uns bekannt sind und die ukrainischen erst jetzt langsam in den Medien bekannter werden. Da ist die Stadt Lemberg auf ukrainisch Lviv, auf russisch Lwow. Die Stadt Kiew auf ukrainisch Kyiv, auf russisch Kiew. Die alte Stadt Czernowitz, die heißt auf ukrainisch Czernivtsi und auf russisch Czernovtsi. Die Stadt Halytsch, die auch auf ukrainisch so heißt, entspricht dem russischen Galitsch. Davon leitet sich der Name Galizien ab. Und schließlich der Fluss, der Dnieper, der bei uns in der russischen Form bekannt ist, heißt auf ukrainisch Dnipro. Und die Ukrainer legen großen Wert darauf, dass man
jetzt doch irgendwann die ukrainischen Namen verwendet. Und ich habe jetzt gemerkt, so in den letzten 2 Wochen, auch in den Medienberichten, immer häufiger hört man auch die ukrainischen Bezeichnungen. Aber es wird wahrscheinlich doch noch etwas dauern, bis sich Kiew anstelle von Kiew durchsetzt. Werfen wir einen kurzen Blick noch auf die religiöse Situation. Ich kann hier nur ein paar, nur ganz kurz skizzieren. Die größte Religionsgruppe in der Ukraine sind die Orthodoxen, die orthodoxe Kirche. Die Annahme des Christentums geht, wie gesagt, auf die Kiewer Rus zurück. Im polnisch kontrollierten oder im polnisch beherrschten Teil, polnisch-litauischen Teil, wird die katholische Kirche, wo die katholische Kirche also die offizielle oder die vorherrschende Religion ist, wird 1596 eine Union geschlossen. Man versucht also, orthodoxe Gläubige unter Beibehaltung ihres Ritus und ihrer liturgischen Tradition, aber doch mit Rom zu verbinden. Es ist die Union von Brest, ukrainische griechisch-katholische Kirche entsteht. Mit dem bereits mehrfach genannten Vertrag von Berjaslav 1654 wird nicht nur die Ukraine mehr oder weniger unter russisches Protektorat gestellt, sondern auch die kirchliche Zuständigkeit übernimmt einfach das Patriarchat von Moskau. Es ist also praktisch mit dem Herrscherwechsel auch ein Jurisdiktionswechsel verbunden. Nach dem Ersten Weltkrieg erklärt sich in der unabhängigen Ukraine auch die Kirche für unabhängig. Es entsteht also eine ukrainisch-orthodoxe Kirche, die aber in der Sowjetunion dann wieder unterdrückt wird. Nach dem Ende der Sowjetunion gibt es zunächst 3 Kirchen, orthodoxe Kirchen. Da ist einmal die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats, dann eine neu entstandene ukrainisch-orthodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats und die bereits auf die 20er Jahre zurückgehende ukrainische autokephale orthodoxe Kirche. Die letzten beiden vereinigen sich 2018 und bilden seither die orthodoxe Kirche der Ukraine. Das Oberhaupt ist Metropolit Epiphani. Daneben besteht weiterhin die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats und der Metropolit Onufri. Sie haben die beiden auch abgebildet. Heute sind 2/3 der ukrainischen Bevölkerung orthodox. Der größere Teil zur neu konstituierten orthodoxen Kirche der Ukraine zugehörig. Diese ganzen Verwicklungen haben dann auch zu schweren Konflikten zwischen den Patriarchaten von Moskau und Konstantinopel geführt, die bis heute ihre Auswirkungen zeigen. Die zweitwichtigste Kirchengruppe ist die katholische Kirche. Da gibt es einmal die römisch-katholische Kirche, die aber sehr gering ist. Nur 1,2% der Ukrainer sind römisch-katholisch, vor allem im Westen. Besteht aus dem Erzbistum Lemberg und 6 weiteren Bistümern. Dann gibt es die kleine ruthenisch-griechisch-katholische Kirche, die noch kleiner ist, 0,8%. Und die ist ebenfalls durch eine Union entstanden, und zwar im ehemaligen Königreich Ungarn, 1646 in der Union von Uschhorod. Uschhorod ist heute gerade in der Ukraine, also ist Grenzstadt zur Slowakei gelegen. Besteht nur aus einer einzigen Eparchie, also einem Bistum, nämlich der Eparchie Mukachevo mit Sitz in Uschhorod. Weitere Gläubige gibt es dann in Ungarn, in der Slowakei, in Tschechien. Und dann die bereits erwähnte ukrainische griechisch-katholische Kirche, die über 8 bis 9% angehören. Wie bereits gesagt, ist in Polen-Litauen durch diese Union von Brest entstanden. Besteht aus einem Großerzbistum, nämlich Kiew-Halicz und mehreren davon dem unterstellte Bistümer. Das Oberhaupt ist Großerzbischof Sjatoslav Szewczuk seit 2011. Ursprünglich war der Sitz in Lemberg, ist aber 2005 nach Kiew übersiedelt. Unter Stalin
war diese Kirche verfolgt, sie war aufgelöst, praktisch zwangsvereinigt mit der orthodoxen Kirche und ist nach der Wende dann wieder entstanden, oder eigentlich schon kurz davor, der Gorbatschow, wurde die ukrainische griechisch-orthodoxe Kirche wieder erlaubt und blüht seither auch auf. Daneben hat auch das Judentum gerade in Osteuropa, in der Ukraine, eine große Rolle gespielt. Diese Gebiete hier im ehemaligen Polen-Litauen waren es wahrscheinlich die am dichtesten besiedelt, also die dichteste Bevölkerung Europas, die immer wieder auch Pogrome erlebt hat, bis hin in die Schrecken der NS-Zeit. Hier ist das Massaker von Babin Jar zu nennen, wo 33.000 Juden und Jüdinnen ermordet werden in der Nähe von Kiew und wo jetzt vor kurzem auch russischer Beschuss war, wo dann Präsident Zelensky, der selbst jüdischer Abstammung ist, hier massiv protestiert hat und gesagt hat, hier wird nicht nur unsere Geschichte, sondern letztlich auch die jüdische Kultur hier noch einmal schwer getroffen. Heute ist der Anteil der Juden ganz gering. Muslime leben vor allem auf der Halbinsel Krim, sind jetzt wieder unter russischer Herrschaft. Die Tataren auf der Krim wurden von Stalin zu Tausenden nach Zentralasien deportiert. Viele sind dabei ums Leben gekommen. Erst Ende der Sowjetunion konnten sie wieder zurück. Und eben in der Zeit nach dem Ende der Sowjetunion bis zur russischen Okkupation sind doch diese tatarischen Gemeinschaften hier auf der Krim, die sind ziemlich aufgeblüht unter ukrainischer, also im ukrainischen Staat, aber eben unter russischer Herrschaft werden die ziemlich wieder niedergehalten. Ich bin fast am Ende. Ein kurzer Blick auf das politische System. Die Ukraine ist eine präsidentielle parlamentarische Demokratie. Die verschiedenen Parteien, die es gibt, bilden ein breites Spektrum ab. Insgesamt, sicher auch durch den russischen Druck, sind sie eher in der Mitte und rechts angesiedelt, bis hin zu extremen Rechten. Auch die gibt es. Und das ist sicher ein Kritikpunkt, den jetzt gerade die russische Propaganda aufgreift, dass es eben hier rechte neonazistische Elemente gäbe. Das mag vielleicht für die Regierung zur Zeit nach dem Maidan 2014 zutreffen. Die jetzige Regierung hat diesen Vorwurf sicher nicht mehr zu haben. Ja, vor dem Krieg hatte die Ukraine schon genug Probleme. Die sind jetzt nicht besser geworden. Man weiß auch nicht, wie es weitergehen wird. Aber diese Spannungen, wenn die Ukraine es schafft, wieder auf die Beine zu kommen und in irgendeiner Form weiter zu existieren, wird es diese Probleme angehen müssen. Aber die Frage ist, wie wird die Zukunft überhaupt ausschauen? Ich bin hier jetzt am Ende meines Vortrags. Wenn Sie mir vielleicht noch 3 Minuten schenken, dann möchte ich Ihnen einfach ohne Kommentar ein paar Bilder aus der Ukraine zeigen, die ich auf Reisen, und zwar in den Jahren 2005 bis 2012, aufgenommen habe. Es soll ein gewisser Kontrast zu den Bildern, die wir heute in den Medien sehen, sein. Wie gesagt, ich möchte es nicht kommentieren, ich möchte Ihnen einfach einige Eindrücke aus der Ukraine in besseren Zeiten mitgeben.
für Ihre Aufmerksamkeit.